Was ist Tricuspidalinsuffizienz? Tricuspidalinsuffizienz wird auch als Tricuspidalinsuffizienz bezeichnet. Dies ist eine Erkrankung, die die Tricuspidalklappe zwischen der rechten Herzkammer und dem Vorhof im Herzen betrifft. Die Herzschläge oder Kontraktionen auf der rechten Seite öffnen und schließen die Tricuspidalklappe, damit Blut vom Vorhof zum Ventrikel gelangen kann. Gelegentlich schließt die Tricuspidalklappe jedoch nicht richtig und dies kann zu einem Problem mit dem Zurückfließen von Blut in den Vorhof führen, das als Aufstoßen bezeichnet wird. Eine solche Insuffizienz kann zahlreiche Ursachen haben, die gewöhnlich auf im rechten Ventrikel vorhandene Probleme wie Herzinsuffizienz zurückzuführen sind. Eine mögliche Ursache für Tricuspidalinsuffizienz ist die Epstein-Anomalie der Tricuspidalklappe, eine angeborene Störung, die normalerweise ohne Grund auftritt. Sie kann jedoch auftreten, wenn Frauen während der Schwangerschaft Lithium einnehmen. Bei dieser Störung sind die Packungsbeilagen der Klappe nicht richtig angebracht, so dass die Klappe nicht richtig schließen kann. Schwere Formen erfordern möglicherweise mehrere Operationen, kleinere Formen erfordern jedoch möglicherweise nur sorgfältiges Beobachten und eine bakterielle Endokarditis-Prophylaxe vor zahnärztlichen Eingriffen. Andere Ursachen für Tricuspidalinsuffizienz können in der Vergangenheit aufgetretenes rheumatisches Fieber sein, das den rechten Ventrikel, bestimmte Arten von Tumoren oder die Bestrahlungsanamnese schädigen kann. Eine neuere Ursache für die Erkrankung resultierte aus der Verwendung eines bestimmten Diätmedikaments, Fenfen. Eine verwirrende mögliche Ursache ist die pulmonale Hypertonie. Dadurch entsteht ein höherer Druck in der Lungenarterie, der zu einem Aufstoßen oder einem damit verbundenen Symptom führen kann. Inwieweit eine Tricuspidalinsuffizienz symptomatisch ist, hängt von ihrer Schwere ab. Ein kleines Leck wird möglicherweise nicht bemerkt, aber wenn eine pulmonale Hypertonie vorliegt, wird der Zustand normalerweise diagnostiziert. Sogar milde Formen lassen sich auf Echokardiogrammen leicht darstellen. Menschen mit schwereren Fällen können eine Reihe von Symptomen aufweisen, die auf die Erkrankung hinweisen, darunter Müdigkeit, Schwellung von Händen und Füßen, Ansammlung von Flüssigkeit im Bauch und leicht zu erkennende, leicht pulsierende Nackenvenen. Der Schweregrad kann auch die Behandlung bestimmen. Medikamente können gegeben werden, um Rechtsherzversagen zu lindern oder Dinge wie Bluthochdruck zu korrigieren, die zu Tricuspidalinsuffizienz führen können. Wenn der Zustand sehr schwerwiegend ist, kann ein Ersatz der Tricuspidalklappe in Betracht gezogen werden, auch wenn dies bedeutet, dass die Menschen in Zukunft im Allgemeinen zusätzlichen Ersatz erhalten müssen, da die verwendeten Klappen Bioventile sind, entweder von Leichen oder Tieren, und nicht so stark sind mechanische Ventile tun dies. Sehr milde Formen dieses Zustands können einfach von Zeit zu Zeit bewertet werden und beeinträchtigen möglicherweise Gesundheit oder Aktivitäten nicht signifikant.